So, und die nächste Folge startet auch direkt hier mitten im Upgrade-Prozess. Was sind meine Moons? Was sind meine Abros? Ich hasse es, ich finde hier nichts. Ja. Und genau, also Schmuck ist wie gesagt ist aktuell plus 15, gleich plus 16. Einfach halt für den Gearscore und so, den braucht man halt natürlich dann sowieso. Perfekt, plus 16. Läuft da besser als gedacht. Und ja, genau. So. Eigentlich am liebsten würde ich es natürlich direkt auf plus 20 durchziehen. Das wäre halt so das Schönste, auch ein bisschen mehr Cast-Time und halt, also generell die Int und so, die hauen da dann schon gut rein. Natürlich genauso wie der Gearscore, den wir natürlich dann auch wieder brauchen. Aber ja. Oh, plus 17 läuft. 3 und mehr. Ich würde eigentlich ganz gerne auf plus 18 durchziehen. Na egal, wir stoppen einfach, wenn es weiter ist. 165 Gearscore zu 154, okay. Ja, es wird ein bisschen schwierig, langsam Gearscore zu verdienen. Es ist nicht ganz so einfach. Aber schauen wir mal. Na komm. Ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wie hoch das die Chance war auf plus 18. Was haben wir gerade bekommen? Irgendwas haben wir gerade bekommen. Keine Ahnung, was das war. Accessory Upgrade 700. Supermoons, A-Protect und Moons. Okay, ah, das ist 18 haben wir geschafft, lol. 31 Int. Ja, nice. Gegenüber 24 Int und 1% mehr Cast haben. Also, das wird krass, glaube ich, werden. Ich überlege ja gerade auch, ob man jetzt einfach nur die Ringe upgraden sollen hat für Int und Cast. Oder ob wir halt lieber auch die anderen Sachen upgraden sollten. Gute Frage. Na komm. 20 Minuten noch Buffs. Natürlich, ich upgrade jetzt gerade auch. Ich upgrade jetzt aber gerade nur, weil es halt, weil es gut ausging. Bezüglich der Folge eigentlich. Aber naja gut, das hat sich jetzt gerade auch so ein bisschen relativiert, sagen wir so. Naja, egal. Ich meine, der nächste Drop-Buff ist auch nur ein GW weit entfernt. Der ist in einer Stunde wieder. Von dem her ist es nicht dramatisch. Das passt schon. Na komm, gib mir doch wenigstens plus 17. Come on. Please. Come on, 17. Na geht doch. Plus 18 wäre natürlich jetzt genial, aber das wird man, glaube ich, nicht mehr schaffen. Und ja, wie gesagt, ich will dann noch die One eigentlich schnell upgraden. Das wäre eigentlich schon geil. Okay, plus 17 haben wir geschafft, das ist okay. 812 Int, obwohl wir. Wie viel Est haben wir gestattet? 100? 100. Aber wait, da fehlt sogar noch was. Ah. Starten wir mit 100. Ich glaube, 100 sollten auch schon reichen, eigentlich. Ich werde bestimmt gleich vom Gegenteil überzeugt. Aber mal schauen. Einmal, zweimal, dreimal. So. Es klappt jetzt entweder gar nicht oder instant. Wetten? 100%. 100%. Gut, es startet. Es kommt schon mal nicht instant. Das heißt, es wird wahrscheinlich. Wir werden es wahrscheinlich gar nicht schaffen. Es läuft doch immer so.
Na komm, gib mir doch einfach plus 6. Ich will nur Suckblood haben. Come on. Bitte, come on. Och, come on. Ernsthaft? Das gibt's doch echt nicht, oder? Wow. Ich bin enttäuscht. Ich brauche wieder Shining Oris. Wie viel brauchen wir? Wir brauchen 48. Nee, 50 brauchen wir. Quatsch. Also, ja, aber. Es ist kompliziert. Aber wie ich es gesagt habe, entweder es klappt instant oder gar nicht. Jetzt genauso. Entweder klappt es instant oder gar nicht. Immer so. Siehst du? Es klappt instant. Seht ihr? Seht ihr es einfach? Entweder instant oder gar nicht. Es ist immer das gleiche, Half-Life. Ich wette mit euch, die haben das bestimmt irgendwie so gecodet, dass es einfach irgendwie so maximal 8 ist oder so. Ich meine, klar, plus 7 würde ich jetzt auch nehmen, halt mehr Int und so, aber werden wir jetzt eh nicht kriegen. Naja. Mal schauen, wie lange wir jetzt rollen müssen, bis wir halt hier den kriegen. Suckblood auf die Wand. Insert Diamond Fast. Muss ich dafür meine Seele verkaufen, weil es so teuer ist, oder? Wie läuft's? Achso, glaube ich, brauche ich dann 10, oder? Wie wird es verbraucht? Ich finde nichts hier. Ach ne, weniger, Leute, okay. Ich weiß, ich schenke gerade Geld hier. Nicht so wichtig. Okay, naja, dann will ich mal sagen, das kann man eigentlich erstmal so stehen lassen. Erstmal sieht es ganz gut aus. Wir können natürlich jetzt nochmal einen Beha-Run machen. Wir sind schon auf 8 Minuten. Okay, das passt. P. Sieht gut aus. Gearscore knapp 5500. Jetzt so einfach. Okay. Und wir one-hitten natürlich alle. Das ist gut. $560,000, das ist auch gut. Ja, ich würde sagen, das ist ganz zufriedenstellend aktuell so. Genau, wir killen halt einfach die ganzen Kackmobs hier nochmal, die ganzen Minions da, oder was auch immer es für Mobs sind. Damit wir halt einfach auf den Killbonus bekommen, also kommen, auf die 100 Mobkills. Hier für die Droprate. Und... ja, ich weiß es gar nicht, warum ich das Ding farme, eigentlich für Geld effektiv. Halt wie so eine Prostituierte einfach. Warum machst du das? Ja, für Geld. Ah ja, aber... auch mit AOE geht es eigentlich schon ganz interessant hier. Oder ganz gut fahren. So 2 Sekunden oder so, was das dauert. Schon angenehm. Also ich finde, es könnte halt alles wieder schlechter laufen. Und ich bin froh, dass es aktuell wirklich so gut läuft, wie es läuft. Zwei Minuten nur noch, das reicht locker. Wir haben nicht mehr irgendwie ein Speed-Ding oder so an.
So, jetzt nochmal erstmal schnell. Genau. Jetzt geht es eigentlich erstmal wirklich voran hier. Und Pat ist wieder drin, super. Alter, 560k, das hat schon eine geile Zahl irgendwie. Ich bin froh, dass ich diesen Dot-Skill habe, ganz im Ernst. Der macht die Welt, der macht die Welt so viel einfacher. Der macht ja einiges so viel einfacher, weil er castet sich halt wirklich schön schnell, macht gut Schaden. Ist halt Range, hat eine gute Range sogar. Sehr gute Range. Und ich glaube, wenn ich jetzt Bombs casten würde, würde es sogar langsamer gehen wahrscheinlich. Denke ich mal, keine Ahnung. 25k Attack, lol. Ja, lass mal kurz mal testen, was der Skill hier macht. Ah ne, nicht der. 900k? 900k Damage? Alter Schwede. Ja, krass. Ja, echt krass. Ach du Mistviech. Wir brauchen noch mehr Cast. Cast ist halt aktuell echt noch so ein Problem. Wenn man jetzt wie viel? 100, 161% mit den ganzen Buffs natürlich jetzt gerade. Ist ein bisschen wenig. Ist echt ein bisschen wenig. Alles sind erstmal 4 Minuten aktuell um. Das ist halt echt gut. Das ist halt richtig gut, effektiv. Und die Millionen DPS, die haben wir halt jetzt echt drin, sogar, obwohl wir mal 100 STA gestartet haben. Ja, das läuft. Aber droppen aktuell irgendwie keine A-Karten, nur 7% Karten. Die droppt man hier sonst eigentlich schon ganz gut, ehrlich gesagt. Also wie die Penia steigen, holy shit, wenn man einfach nur so drauf die Penia schaut, wenn ich Mobs kill. Oh, und 3 Millionen. Oh, und 3,7 Millionen. 4 Millionen. Und 4,5 Millionen. Habe ich alles gekillt? Ja, habe ich schon gekillt. Vor lauter Selbstbeweihräucherung einfach irgendwie, keine Ahnung, Mobs vergessen. Wird halt auch schon ein bisschen nach mir klingen irgendwie. 104 Mobs gekillt, auch gut gelaufen. Ja, Profi halt. So, wir starten mit dem Skill hier direkt mal. Bäm, und 1% sind AP sind weg. Nicht ganz. Ach, fuck. Pattern vergessen. Ups. Naja. Alter. Einfach schon ein Viertel weg. Oder ein Fünftel weg. Ja, knapp ein Fünftel. Yo. Das ist halt übel. Das ist halt echt übel. Das Ding schon fast Half-Life. Yo, was geht denn ab? Das ist doch echt. Wow. Also es ist schon so krass, dass es eigentlich fast lächerlich ist. Vor allem, stell dir mal vor, ich würde nochmal einen doppelten Damage machen, den ich in absehbarer Zeit bekomme. Jo, dann. Dann wäre es krass. So, der Gleise down. Gar kein Ding. Na komm. Zeig mal weg. 26 Mille noch. 23, 22,
21, 20. Alter. Okay. Das eskaliert tatsächlich schon echt mehr, als ich gedacht habe. Was haben wir jetzt? 7 Minuten. Seht ihr? Und 8 Minuten ist möglich. Und zwar easy, wirklich ganz easy. Das waren jetzt 1 Million DPS aktuell. Heftig. Ja, das ist heftig. Okay, ich beende erstmal die Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.